Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen im Abschnitt Lippenherpes. Es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge den Wirkstoffen nach vorgestellt und ich schließe das Kapitel oder das Buch schließt das Kapitel mit der letzten Wirkstoffgruppe. Und dann reicht es für heute auch. Und das ist Zinksulfat und Heparin äußerlich. Ich lese vor. Zinksulfat und Heparin äußerlich angewendet. Dieses Arzneimittel enthält zusätzlich zudem die Haut austrocknenden Zinksulfat den Wirkstoff Heparin. Die Bewertung rot. Wenig geeignet bei Lippenherpes, weil die therapeutische Wirksamkeit der Kombination nicht ausreichend nachgewiesen ist. Heparin hemmt normalerweise die Blutgerinnung, soll aber auch virusabtötend wirken und verhindern, dass sich Wasseransammlungen und Blasen bilden. Wichtig zu wissen. Zinksulfat kann die Haut austrocknen, sodass sie vorübergehend etwas spannt. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern unter 6 Jahren dürfen Sie diese Kombination nicht anwenden. So, es geht weiter im Kapitel Haut, Haare mit Nagelpilz. Und das war's für heute. Zack, zack.